Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn und dem Beagle. Wir versuchen hier so ein Arschloch umzubringen. Den ich da oben sehen kann, aber nicht töten kann. Weil, keine Ahnung. Die Musik ist eigenartig. Den Sprung schafft sie nie. Sag ich doch. Und hier geht's sie nicht, oder? Geht's? Ah, aha. So, versuchen wir es doch mal von hier. Also wenn er glaubt, dass mich das aufhält, dann hat er sich geschnitten geirrt. Du hast mich. Keine Fallen mehr. Sag Janeba, dass ich ab jetzt brav sein werde. Und das soll ich dir glauben? Was hast du in der Hand? Oh, das? Nur eine kleine... Ups. Hat er sich jetzt selbst gesprengt? Er starb wohl bei dem, was er liebte. Ha! Ja, nun, ne? Soll vorkommen. Soll vorkommen, dass die Leute bei dem sterben, was sie lieben. Zwar nicht oft, aber manchmal. Ja, solltest du wohl. So, und das ist dann auch die letzte Quest für die Verbündeten. Oh, guck mal. Die Sonne ist mein Zeuge. Noch nie war hier eine Nora zu Gast. Und ein Mann namens Gawan? Nein. Ich kenne keinen Gawan. Aber wir sind eine Handelsstadt. Hier kommen viele durch. Da bin ich mir sicher. Auch solche, die niemand sehen soll. Ich weiß nichts von deinem Gawan. Wenn er Ärger macht, ja, geht mich nichts an. Ich habe jetzt zu tun, Nora-Mädchen, wenn es recht ist. Völlig unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Dann machen wir das doch. Na komm, Kamera. Was ist da vorne? Aber ich hab's doch gesehen. Ganz viele Wildschweine. Was will sie mir denn jetzt hiermit sagen? Ich sollte mich hier umsehen. Ja. Hoffentlich hält die Waffenruhe. Ich will eigentlich keine anderen Kaja töten. Aha. Ich müsste doch mit meinem Fokus zumindest irgendwas wahrnehmen. Also eigentlich... Okay, hier ist schon raus wieder aus dem Gebiet. Wollt ihr mich trollen? Wollt ihr mich trollen? Nee, scheint auch nicht in was genug zu sein. Nee.
Da hören die Hinweise nämlich schon auf. Ich weiß gerade nicht, was sie... Ah. Ah, jetzt. Hallo, Gawan. Die hast du nicht allein aufbekommen. Folge Gawans Spur. Aber du wolltest nicht zum Hafen. Und du warst nicht allein. Hat der vielleicht eine Frau? Oder ein Mann? Oh, Entschuldigung, ihr Lieben. Immer wenn abends ist. Danach müssen wir noch ein Banditenlager machen und dann haben wir die Nebenquest mit Neil auch fertig. Schon wieder in so einem... Anscheinend haben sie sich nicht besonders gefreut, ihn wiederzusehen. Das war's noch nicht. Wer einen Ausbruch aus Sonnenfels schafft, kann auch mein Messer vertragen, oder? Es gab keinen Ausbruch. Du bist ein Spitzel. Meridian hat dich zu uns gesteckt. Wie kommt man denn da hoch? Das sind jetzt meine Geschäfte. Und ich lass mir nichts gefallen. Gibt's hier kein Gras zum Verstecken? Hey! Freunde von dir, Gawan? Na denn? Komm raus! Ich mach dir ein schnelles Ende! So? Ich bin gar nicht hier. Ich bin nicht hier. Da ist etwas über uns. Jetzt kommen sie alle angerannt. Die Heilung nicht nehmen. Da ist irgendwas kollidiert. Ich glaube, weil ich im Angriff steckte. Hey! Freunde von dir, Gawan? Ja. Wenn ich doch so befreundet mit ihm bin, warum interessiert es mich dann nicht? Den muss ich zuerst töten. Der Rest ist nämlich egal. Deckung und Verspürung. Okay. Ach, guck mal, ich war noch nicht mal auf den Heiltränken drauf. Entschuldigung, Gawan, aber du bist mir so unwichtig. Dass ich jetzt erstmal loote. Nee. Du sollst mich nach Sonnenfels zurückbringen? Nein, nicht zurückbringen. Naja. Hashif hat das schon für dich erledigt. Geneva sagte, dir ging es immer nur um Scherben. Ist das wahr? Ich könnte alles behaupten. Kranke Mutter... Ich tat es für die armen Kinder. Es wäre gelogen. In dem Jahr, das ich im Käfig verbrachte, habe ich nur den Mord an der Wache bereut. Da haben sie mich erwischt. Nimm das mit nach Sonnenfels zurück. Der ist jetzt auch instant gestorben. Das ist ja heftig, wie instant die hier so sterben, ne? Ich glaube, ich brauche echt langsam mal ein Stream Deck. So oft wie ich Kamera ein- und ausblenden muss. So, dann gehen wir mal zurück. Ach, das hat kein Lagerfeuer.
Naja. Ich habe eine super süße Neko gefunden mit ganz süßen Öhrchens. Aber die ist so teuer. Die sind ja alle so teuer geworden, die Nekos. Das ist der Wahnsinn. In diese Richtung, glaube ich. So. Und wir werden direkt danach sofort das Banditenlager machen. Ich habe schon wieder Wortfindungsstörung. Das Karja-Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist der offizielle Satz. Ich sage, ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden. Und andere getötet. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also. Geh im Licht. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Geh im Licht. Arbeit, das Bewachen der Stadt. Geh weiter. Du solltest hier nicht herum. So, jetzt habe ich Gutes getan. Was habe ich hier eigentlich noch für Tote aus dem Himmel? Tod aus dem Himmel, Unterversorgung, Waffen für die Loge, Blut auf Stein, auf... Ja, ja. Altes Waffenlager. Ich weiß, wo die Zellen sind. Karte, wo ist nochmal... Ach, du bist eine Jägerloge. Und wo sind wir angefangen? Wo war Mutter Krone? War das das? Nee, ne? Teufelsdurst abgeschlossen. Wie abgeschlossen? Ach, Banditenlager. Wo war denn unsere Heimat? Wenn ich jetzt zu Rost wollen würde, wo müsste ich da hin? Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, ne? Mutters Wiege. Beckenhaupttor. War das hier? Eine Ruine. Wisst ihr was? Ich möchte nämlich was gucken. Nee, die Ruinen hier habe ich. Ohrmutter. Mutters Wacht. Ach, das war hier. Ja, dann kann das ja nur die Ruine sein. Dann will ich mal irgendwas ausprobieren. Schon ein Kontrast mit den Ladezeiten im Vergleich zu modernen Spielen. Bei Alice Madness Returns ist mir das auch so schwer gefallen, die ganzen Ladezeiten zu überbrücken teilweise. Redest du nicht, machst du dies, machst du jenes. Oh, geht's ja schon, Runde. Das müsste die Ruine sein, wo wir nämlich ganz am Anfang mal waren. Glaube ich zumindest. Also die ganz, ganz am Anfang, als wir noch ein Kind waren. Ihr wollt euch nicht wirklich mit mir anlegen. Maschinenkill.
Tut mir leid, Kleiner, aber ich bin mittlerweile ein bisschen besser. Doch, das ist die. Hui. Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal sehen, was ich finde. Oh, Fledermäuse. Das sollte doch ein schnelles, kurzes Spiel. Ach, sie ist ja nicht mehr so klein, ne? Nee, Fokus sagt mir nichts. Von mir aus. Dann sagt der Fokus mir halt nichts. Der Fokus sagt mir gar nichts. Auch nicht hierzu. Na gut. Dann muss ich weiter hier hin, glaube ich. Wo muss ich hin? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne, auch nicht. What? Oh. Übersehe ich jetzt hier gerade irgendwas Elementares? Offensichtlich übersehe ich hier gerade was. Hallo? Als Kind habe ich den Weg doch auch gefunden. Da ist kein Weg. Hier ist aber doch auch kein Weg. Was zum? Ach, da muss ich durch. Da ist eine kleine Lücke gewesen. Rattenhaufen, die interessieren mich alle jetzt nicht. Ich bin wegen was ganz bestimmt hier. Ich weiß halt nicht, wie verpassbar das hier drin ist. Hier ist übrigens auch noch eine Metallblume drin, aber wegen der bin ich nicht hier. Wenn ich sie mit einsammeln kann, ist nett. Wenn nicht, dann ist mir egal. Ich bin halt Batman. Hallo, kleiner, großer Mann. So, da hinten mich. Oh, guck mal, das habe ich ja komplett übersehen gehabt. Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Aha. Nee, wo war das denn? Eine Bunkertür, die verschlossen ist. Die haben wir nämlich als Kind natürlich nicht aufgekriegt. Gehe ich zumindest stark von aus. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Okay. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Ui. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Okay. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Ja, das ist wohl wahr. Er hat sich erschossen. Also da steht bestimmt kein Ausrufezeichen dran, wenn man sich erschießt. Wo bin ich hier überhaupt? Haha. Sehr witzig. Keine Orientierung, kann gar nichts. Ja, da geht's wieder raus. Oh, ich dachte, das wird so ein schnelles, kurzes Spiel. Aber falsch, der Orientierungsspiegel. Hm.
Lernen muss hier einiges sein. Aha. So, guck mal, ich versuch's mal. Zu dieser Blume zu kommen. Okay. Das heißt, hier war ich definitiv noch nicht. Vielleicht ist da das, was ich begehre. Mal sehen. Kann ich irgendwas hiervon scannen? Nee. Das auch nicht. Okay. Unten. Okay, jetzt wird's interessant, glaube ich. Kann ich hier irgendwas scannen? Die ist da vorne. Sie öffnet sich schon für mich, aber... Aber von hier bin ich doch gekommen. Wollt ihr mich trollen? Was machst du eigentlich hier draußen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Aber das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich dachte, es gibt mir eine Orientierung, wie ich hier was finde. Okay. Nein. Nur dafür. Nur dafür. Jetzt bin ich wieder am Eingang, ne? Ja. Vielleicht finde ich aber noch andere dieser Dings, die ich dann öffnen kann. Mal schauen. Da war ich gerade drin. Nein, da geht's nicht. Hätte ja sagen können. Was ist das hier eigentlich? Kann ich irgendwas machen? Na also. Nee, nicht na also. Warte mal, was? Holoschloss. Mein erstes Holoschloss. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja dann der Ausgang. Das dort. Ich frage mich, ob ich da reinkommen kann. Ja, kommen wir. Jetzt, wo ich älter bin. Das ist schlecht. Eine Energiezelle. Zwei von drei. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Und ich befürchte, ich weiß, wo die... Welche war es denn? Welche war es denn? Ja. So. Das wollte ich nämlich machen. Und jetzt können wir gerne... Ach, ich komme hier. Ich muss ja erst rausgehen, bevor... Ist okay. Watschel, 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 komplett hier durch. Watschel, 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 komplett hier durch. Sein Leben mit einem Ausrufezeichen beenden. Naja. Ich sag's mal so, Selbstmord zähle ich jetzt nicht so gerade darunter.
Aber... Okay. Na los, Kletter. Wie viel... Ach, schon 25 Minuten. Ja, so viel zum Camp. Das müssen wir leider nächstes Mal machen. Und zwar ist es... da hinten in den Bergen. Ich habe eh kein Lagerfeuer da in der Nähe. Okay, dann lasst mir jetzt gern ein Kommi. Wir haben die Nebenquest beendet, um alle Verbündeten zu bekommen. Jetzt fehlt mir noch Neil. Und dann in ihr Leben geht es nach Frozen Wild. In Eis und Schnee. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein!